Jetzt wird es funktionieren. Flo, du gibst mir auch noch ein Zeichen. Okay, ja, jetzt mit leichten Verzögerungen durch technische Probleme freue ich mich trotzdem noch, dass es geklappt hat, dass wir heute Abend unseren Workshop über die Schlafroutinen für den Lockdown noch besprechen können. Und ja, liebe Questclub-Mitglieder und alle, die es natürlich noch werden wollen, und alle die, die ein Interesse daran haben, wie wir heute Abend schon bessere Entscheidungen treffen können, um morgen als Ziel zu haben, ausgeschlafen, frisch und munter in den neuen Tag zu starten. Und ich freue mich, dass wir ganz viel Erfahrungsaustausch machen können. Das ist aktuell mein Lieblingsthema, über das ich mit am liebsten gerade rede. Was gibt es für Möglichkeiten, meinen Schlaf zu optimieren? Welche Verhältnisse kann ich verändern? Aber vor allen Dingen auch, welche Verhaltensmuster kann ich ändern, damit schon die heutige Nacht eine gute Nacht wird? Mein Name ist Dr. Lutz Graumann, ich bin Arzt für Sportmedizin und bin hier im wunderschönen Rosenheim im Questclub in Kolbermoor mit meiner Praxis niedergelassen. Und ich freue mich auf diese nächsten 45 Minuten. Und im Nachgang besteht auch noch über Facebook und Instagram die Möglichkeit, Fragen zu stellen, um dann vielleicht sogar noch auf den ein oder anderen Schmerzpunkt, was den Thema Schlaf angeht, dann eingehen zu können. Wir starten mit einem Reality-Check und auch die erste Aufforderung, mit uns natürlich zu interagieren. Schlaf hat natürlich vor allem ja auch was zu tun mit der Menge an Zeit, die ich mir nehme, um zu regenerieren für den nächsten Tag. Und es gibt so jedes Jahr oder jedes zweite Jahr die Untersuchungen der deutschen Krankenversicherer. Und das sind jetzt die Zahlen der TK-Schlafstudie von 2017, wo rauskommt, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland eigentlich regelmäßig im Schlafdefizit sind. Und jetzt die Frage an euch, die Frage an dich. Wie viele Stunden hast du denn von gestern auf heute geschlafen? Also an einem typischen Arbeitstag, vielleicht sogar im Homeoffice mit dem Vorteil, jetzt nicht mehr pendeln zu müssen, sondern sogar etwas mehr Zeit zu haben, um sich auszuruhen und zu regenerieren. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, aber das, was so tatsächlich in der Regelbevölkerung ist, weniger als 6 Stunden sind noch eine ganze Menge. Wenn man aber die Literatur analysiert, kommen wahrscheinlich weniger als 2% in der Bevölkerung aufgrund ihrer genetischen Merkmale mit weniger als 6 Stunden an Schlaf aus. Wenn wir uns keine 6 Stunden Zeit nehmen, dann laufen wir schon auch kurzfristig Gefahr, dass unsere Gesundheit, unser Immunsystem darunter leidet. Eine Nacht Schlafentzug bedeutet, wir setzen uns an Steuer wie mit noch einer ordentlichen Portion Restalkohol. Das kann man immer wunderbar kontrollieren, indem man so Reaktionstests macht. Und da schneiden alle unglaublich schlecht ab, die weniger als 6 Stunden in die Regeneration investieren. Dann hängt es davon ab, wie wir uns körperlich belasten, wie viel dann an Schlaf benötigt wird, um den Körper wieder herzustellen für den nächsten Tag. Und das, was hängen bleiben sollte, es gibt eine direkte Korrelation zwischen der Schlafmenge, die ich benötige, und den psychischen und körperlichen Belastungen des Alters. Und da starten wir schon mit den Aufsummierungen der Belastungen. Und für viele ist ja die Realität jetzt im Homeoffice, dass wir wieder unglaublich viel Zeit am Computer verbringen und
die Stresssituationen nehmen ja nicht ab, dadurch, dass wir jetzt zu Hause sind, sondern für viele ist es vielleicht sogar noch mal mehr Stress, weil plötzlich die Ruhe fehlt am Arbeitsplatz, weil Kinder drumherum sind, weil der Partner da drumherum schwirrt und wir vielleicht gar nicht so einen richtig guten Arbeitsplatz haben, wo wir eine super Ergometrie haben mit einem perfekten Schreibtischstuhl, mit einem vielleicht einem Stehpult. All das fehlt jetzt und wir müssen improvisieren. Das heißt, Stress kann sogar in diesen Momenten sogar noch mehr werden. Das, was wir natürlich auch euch empfehlen wollen, weiterhin aktiv zu sein, weiter bei den Trainingseinheiten hier vom Questclub dabei zu sein, kommt natürlich die körperliche Belastung. Und körperliche Belastung ist natürlich immer auch ein Stressreiz für den Körper, weil je intensiver die Belastung ist, desto größer ist auch der Zellschaden, der in der Muskulatur dabei provoziert wird. Das ist natürlich gewünscht, damit wir auch größer, schneller, besser werden in dem, was wir tun, aber bedeutet auch, der Körper muss Zeit bekommen, um sich zu erholen, um dann auch vernünftig zu regenerieren. Das als erste Take-Home-Message bitte an euch da draußen. Es gibt eine Korrelation zwischen dem, wie ich mich belaste und dann, wie viel Zeit, Energie, Verhaltensänderung ich dann investieren muss, der Körper, damit der Körper vernünftig regenerieren kann. Work hard, play hard, aber recover even harder, damit wir gestärkt aus dieser Krise des Lockdowns rausgehen. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit habt für die Selbstexperimente. Und ich versuche so alles Mögliche vorzustellen, was ich in den letzten Jahren ausprobiert habe. Das, was die großen Schlafräuber sind, ist Nummer eins. Unser Umgang mit Stimulantien und vor allen Dingen hier Koffein. Kaffee und energiehaltige Getränke, Energy Drinks, sind mittlerweile die Getränke Nummer eins für die westliche Welt. Der Durchschnittsdeutsche trinkt ungefähr 180 Liter Kaffee im Jahr, gefolgt von 120 Litern Wasser und 107 Liter Bier. Und Koffein, muss man wissen, ist ein Stimulanz, was einen natürlich müde machenden Rezeptor im Gehirn, den sogenannten Adenosinrezeptor, für echt lange Zeit hemmt. Koffein hat eine Halbwertszeit im menschlichen Körper von ungefähr 6 bis 8 Stunden. Und da ist wieder auch immer natürlich die Dosis, die das Gift macht. Und wir sehen, bei den unterschiedlichen Lebensmitteln, bei den unterschiedlichen Getränken ist dann immer unterschiedlich viel Koffein dann natürlich auch drin. Und dadurch, dass wir so viel Kaffee trinken, müssen wir lernen, damit ein bisschen besser umzugehen. Und die erste Faustregel, die man sich mit nach Hause nehmen kann, ist nicht mehr als 4 Tassen Kaffee und nicht später als 14 Uhr. Denn es gibt die Hälfte der Bevölkerung, die sind sehr langsam in der Verstoffwechslung des Koffeins. Die brauchen eher dann die 8 Stunden, um die Hälfte des Koffeins abzubauen. Und dann sollte einfach tatsächlich nach der Mittagszeit, nach dem Mittagessen der letzte Kaffee getrunken werden. Das, was viele immer behaupten, dass wenn sie abends noch wie die Italiener nach dem Essen noch ein Espresso trinken und sie dann unglaublich gut schlafen können, das mag genau das gleiche paradoxe Phänomen sein wie beim Rotwein. Ja, wir schlafen ein und wir schlafen vielleicht auch durch, aber wir schlafen nicht tief. Und das kann ich nachher noch schön an wissenschaftlichen Untersuchungen noch belegen. Also, Koffein, großer Schlafräuber in der westlichen Welt. Der zweite Schlafräuber sind unsere digitalen Helferlein. Der Umgang, wie wir mit unseren Smartphones oder Tablets umgehen, hat dazu geführt, dass wir über eine Stunde weniger schlafen im Schnitt. Weil die meisten von uns dann abends noch Binge-Watching machen. Sie liegen dann da im Bett, schauen Netflix, schauen Amazon Prime und finden den Ausknopf nicht, weil es noch eine interessante Serie gibt und noch irgendwas, was ich unbedingt mitkriegen wollte. Oder ich muss noch irgendwie nochmal die Nachrichten lesen oder nochmal schnell meine E-Mails checken oder eben nochmal den Instagram-Account checken. Und das sind alles Sachen, wo wir Suchtverhalten präsentieren und wir müssen uns klare Regeln auferlegen, wann wir damit dann auch aufhören. Und wir brauchen auch einen digitalen Sonnenuntergang, um wirklich vernünftig schlafen zu können. Und das, was wir empfehlen wollen, ist wirklich 60 Minuten spätestens, bevor ich einschlafen möchte,
das Gerät in den Flugmodus zu schicken und keine aufregenden Sachen mehr damit machen, keine Serien mehr schauen, sondern maximal noch lesen. Und wenn wir damit lesen, bitte auch die Farbe so invertieren, dass wir weiße Schrift oder vielleicht sogar beige Schrift auf schwarzem Untergrund lesen, damit einfach das blaue Licht, was diese Geräte so unglaublich brillant machen in dem Farbspektrum, dieses blaue Licht führt dazu, dass unser natürliches schlafeinleitende Hormon Melatonin nicht mehr ausgeschüttet werden kann. Der Biohack, den man auch anwenden kann, ist das, was ich heute Abend hier mache. Ich trage eine blaulichtblockende Sonnenbrille und die führt auch dazu, dass mich diese Strahlen, hier auch im Questclub und von dem Fernseher ausgehend, mich jetzt nicht mehr negativ beeinflussen, was meine Schlafroutinen dann später angeht. Also hier bitte darauf achten, frühzeitig das Gerät in den Flugmodus stellen, sich langsam entwöhnen und vielleicht in den Lesemodus übergehen, damit wir langsam in den Schlaf reinkommen. Dritte große Schlafräuber, auch ein erstes Phänomen und erste Lernerfahrung aus dem ersten Corona-Lockdown, dass doch über die Hälfte der Bevölkerung mehr Alkohol getrunken hat. Denn jetzt, wo man abends mehr Zeit hat, auch das Leben zu genießen und vielleicht mit der Familie auch noch mal mehr Zeit verbringen kann, wurden doch mehr alkoholische Getränke konsumiert als sonst in so einem normalen Regeljahr. Alkohol klingt ja erstmal per se nicht so schlimm und es gibt ja auch das französische Paradoxon, wo man sieht, dass die Franzosen, die mehr Rotwein trinken als alle anderen Europäer, weniger Herzinfarkte haben. Das ist erst einmal schön, was Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankung angeht, aber wenn man dann mal schaut, was Wein und Rotwein und andere alkoholische Getränke als Einfluss auf den Schlaf haben, dann sieht das ein bisschen anders aus. Und da sieht man hier ganz klar, das sind meine eigenen Daten, ich trinke abends 2 Gläser Rotwein. Und auf der linken Seite sieht man meine normalen Routinewerte, dass der Ruhepuls ist relativ stabil im Laufe der Nacht, der geht mal so 5, 6, 7 Schläge hoch und runter, aber bleibt stabil und fällt schon in der ersten Nachthälfte auf den niedrigsten Wert ab. Mit 2 Gläsern Rotwein sieht man mehr als 14 Schläge im Durchschnitt mehr über den Lauf der ganzen Nacht. Und der Ruhepuls kommt gar nicht zum Tragen. Mein Ruhepuls ist hier plötzlich 12 Schläge höher. Das ist fast schon, wo man Angst hat, dass jemand einen Infekt bekommt. Und man sieht, dass der Puls erst ganz spät in der Nacht dann absinkt, weil der Körper noch damit beschäftigt ist, zu entgiften. Und das gleiche Phänomen mit auch dem veränderten Ruhepuls sieht man dann auch später, wenn man zu viel Kaffee trinkt, zu viel Sachen isst, die man nicht verträgt. Immer dann, wenn der Körper mit der Eliminierung beschäftigt ist, dann kommt er nicht so weit runter, dass er wirklich körperlich vernünftig regenerieren kann. Wenn wir uns dann überlegen, wo können wir Routinen mit einfließen lassen, um unser Erholungsverhalten zu optimieren, beginnt es erst einmal, den Schlaf in 3 verschiedene Stadien zu zerlegen. Das erste ist erstmal, wie komme ich besser in den Schlaf rein? Dann, wie komme ich besser durch die Nacht durch? Und wie komme ich vielleicht ein bisschen besser in den Tag? Einschlafen ist völlig okay, wenn wir bis zu eine Viertelstunde brauchen, um langsam in den Schlaf wegzudriften. Wenn wir innerhalb von 1 oder 2 Minuten schon wegschlafen, dann ist es vielleicht sogar so, dass wir völlig übermüdet sind. Dann wäre der Tipp für alle die, die sofort ins Bett gehen und sofort tot umfallen und einschlafen, am nächsten Tag ruhig mal eine Viertelstunde eher ins Bett gehen und gucken, ob das vielleicht sogar die Erholung, die subjektive Erholung am nächsten Tag nochmal optimiert hat. Wenn wir länger als eine Viertelstunde brauchen, dann müssen wir überlegen, was gibt es hier für Tipps und Tricks, die wir mit einfließen lassen. Nummer 1 ist erstmal überprüfen, gibt es irgendwelche Lärmquellen, irgendwelche Lichtquellen, die mich vielleicht nicht zur Ruhe kommen lassen. Gibt es Kopfkino, was ich vielleicht vorher verarbeiten muss und eine To-Do-Liste neben meinem Bett haben muss, um die Sachen, die mich noch beschäftigen, mit aufschreiben muss. Oder aber, was in der Literatur auch gut wegkommt, ist einfach nur mal Naturgeräusche ausprobieren. Dass wir über eine smarte App, die auf Android und auf dem iPhone laufen, die sogenannte Sleep Cycle App, kann man sich eine Einschlafhilfe programmieren. 10 Minuten lang Meeresrauschen, 10 Minuten lang das Plätschern der Mangfall in den Raum projizieren und das hilft vielen schon, um etwas besser in den Schlaf zu kommen. Für das Durchschlafen ist es wichtig, dass man einmal diese Schlafarchitektur gesehen hat, denn
Schlafen ist nichts, wo wir einen Schalter umswitchen und dann sind wir im Standby und dann, wenn der Wecker klingelt, werden wir wieder aufgeweckt und in den An-Modus gestellt. Schlaf, das Durchschlafen ist ein unglaublich komplexes, unglaublich komplexer Prozess. Und dieser Prozess ist dann gut, wenn vier Dinge stattfinden. Wir müssen Entzündungen korrigieren, denn Leben trainieren, gestresst sein heißt auch, wir produzieren Entzündungen im Körper und die sollte im Laufe der Nacht abgearbeitet werden. Dann haben wir Sachen gegessen, getrunken, Stoffwechsel betrieben. Wir haben Sachen aufgenommen aus unserer Umwelt, die vielleicht nicht so super gesund sind für unseren Körper und die wollen wir wieder loswerden. Das heißt, wir müssen entgiften. Und auch das funktioniert im Gehirn nur dann, wenn wir im Tiefschlaf sind. Ausreichende Mengen Tiefschlaf brauchen wir, damit die Gehirnzellen so ein bisschen schrumpfen können. Denn so eine Gehirnzelle verliert ungefähr 30% an Volumen im Laufe der Nacht. Und dann entstehen Kanäle als Abwassersystem, dass die Schlotze auch wirklich ablaufen kann. Das Dritte, was passiert, ist, wir sortieren unser Wissen, wir sortieren die erlebten Eindrücke aus dem Kurzzeitgedächtnis und versuchen natürlich so viel wie möglich aus dem Kurzzeitgedächtnis mitzunehmen und ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Und auch das funktioniert nur im Schlaf richtig effektiv. Und die traurige Realität von den Eindrücken des heutigen Tages werden morgen wahrscheinlich nur 3% noch abrufbar sein. Das Vierte, was wir natürlich erreichen wollen, weshalb ihr in den Questclub kommt, ist, ihr wollt besser werden. Ihr wollt zufriedener sein mit eurem Körper. Ihr wollt kräftiger werden. Ihr wollt schneller werden. Ihr wollt vielleicht ausdauerleistungsfähiger werden. Und das funktioniert nur dann, wenn wir auch einen Hormoncocktail im Tiefschlaf ausschütten. Und auch hier wieder, schon wie zu oft erwähnt, Tiefschlaf ist hier das wichtige Schlagwort. Und Tiefschlaf ist, wie der Begriff schon sagt, die tiefste Entspannung in unserem Körper im Laufe der Nacht. Wir haben vier verschiedene Stadien, die wir unterteilen können. Wir haben den Wachzustand, der immer mal wieder auch in der Nacht völlig unkompliziert auftritt. Meistens erinnern wir uns am nächsten Morgen schon nicht mehr dran. Dann haben wir die Leichtschlafphasen. Dann haben wir die Tiefschlafphasen und dann etwas ganz Paradoxes. Wir haben den REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, REM. Das ist etwas, was immer noch nicht ganz 100% verstanden ist. Der Körper ist wie gelähmt und liegt da, kann sich nicht bewegen. Nur die Augen flimmern und machen ganz wilde Bewegungen und das ist dort, wo die psychische Verarbeitung des Tages dann abläuft. Tiefschlaf ist zuständig für die körperliche Regeneration und man sieht hier an dem Bild, dass der Tiefschlaf am Anfang der Nacht mehr ist und dann langsam sich auswäscht. Und es ist dann ein guter Schlaf, wenn mehr als die Hälfte des Tiefschlafs in der ersten Nachthälfte abgeschlossen sind. Und man sieht dann auch, wenn wir alles richtig machen, ist in diesem fünften Schlafzyklus schon kein Tiefschlaf mehr zu sehen. Das bedeutet, wir können erholt in den neuen Tag starten. Man sieht hier in dieser Grafik wunderbar, dass es immer so 90-Minuten-Abschnitte sind, wie der Schlaf sich aufbaut und abbaut im Laufe der Nacht. Und der Tiefschlaf ist am Anfang dominanter, wird dann weniger. Und wenn wir wenig Zeit haben, dann kommen wir wahrscheinlich durch die Woche mit jeweils 6 Stunden Schlaf. Das reicht, um körperlich erholt in den neuen Tag zu starten. Die psychische Erholung hängt ein bisschen nach. Die kommt erst wirklich in der zweiten Nachthälfte wirklich zum Tragen. Und wenn wir psychisch nicht erholt sind, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mit weniger als 7,5 Stunden Schlaf aus. Und wenn wir mal eine harte Woche haben, können wir auch jeweils einen Zyklus nachhängen am Wochenende. Dass wir sagen, wir kommen mit 6 Stunden Schlaf unter der Woche aus. Und dann am Wochenende versuche ich halt dann diese 1,5 Stunden länger zu schlafen. Zweite Strategie wäre, mittags eine Form von Kurzschlaf einfügen zu lassen. Dass wir also einen Powernap machen, um die verlorene Erholung damit aufzuholen. Und da sagt die Literatur, wir sollten nicht länger als 26 Minuten schlafen. Wir sollen uns also immer einen Wecker nach 26 Minuten stellen, damit der Körper nicht in einen Tiefschlaf abgleiten kann. Denn wenn dann der Wecker klingeln würde, dann würden wir völlig gerädert aufwachen und dann wäre der Tag nicht mehr dein Freund. Das Zweite, also was hängen bleiben sollte von diesem Workshop, ist, dass wir Schlaf gar nicht mal so sehr gut in Stunden ausdrücken können, sondern lieber in Zyklen denken. Manchmal ist es besser, 6 Stunden zu schlafen als 7 oder 7,5
als 8, damit wirklich immer volle Zyklen durchlaufen werden können. Wie können wir jetzt rausfinden, wo wir stehen? Und die banalste Möglichkeit ist hier, sich ein einfaches Schlaftagebuch selber zu bauen. Und wir müssen uns immer wieder ein paar Fragen stellen. Das erste ist, wie konstant sind denn unsere Routinen? Wann gehe ich ins Bett? Wann stehe ich auf? Je konsistenter wir damit sind, am besten so oft wie möglich zum gleichen Zeitpunkt ins Bett gehen, desto leichter wird es uns fallen, diese Routinen anzueignen. Dann immer wieder fragen, wie fühle ich mich denn jetzt am nächsten Morgen? Hat das, was ich verändert habe, denn einen Einfluss gehabt auf meine subjektive Erholung? In der Regel braucht der Körper so eine Woche oder 14 Tage, bis er sich an was Neues angepasst hat. Und dann kann man das vernünftig bewerten. Was sind die großen Einflussgrößen? Wurde ich nachts geweckt, weil ich aufs Klo musste, um Wasser zu lassen? Habe ich vielleicht zu viel getrunken und mich damit um den Schlaf selber betrogen? Habe ich vielleicht sogar auch zu viel Alkohol getrunken am Abend? Muss ich irgendwelche Medikamente nehmen, die vielleicht auch einen Einfluss haben auf meinen Schlafrhythmus? Und wie erholt steht der Körper auf? Und diese Erholung kann ich nicht nur subjektiv bewerten, sondern ich kann das auch tatsächlich messbar machen, indem ich mir meinen Ruhepuls dokumentiere. Man kann also sich in der Früh, nachdem der Wecker geklingelt hat, noch 2 Minuten nochmal hinkuscheln, damit erst diese erste Alarmreaktion des Aufweckens verarbeitet wird. Dann kommt der Puls langsam wieder runter und dann kann man einfach manuell den Puls bestimmen. Oder aber, wer das technisch machen möchte, jede Smartwatch dieser Welt, jedes Wearable, jeder Ring, dieser smarte Ring aus Finnland oder aber auch die Smartphones können über die Kamera einem den Ruhepuls dokumentieren und vor allen Dingen auch abspeichern und vergleichbar machen. Was sind jetzt die Sachen, die wir in den letzten Jahren ausprobiert haben, auch im Spitzensport, die so gut waren, dass wir das jetzt euch allen empfehlen wollen? Da geht es vor allem schon mal um die Routinen am Tag. Wir können nicht erwarten, den ganzen Tag Vollgas geben zu wollen, ohne Pause dann abends nach Hause zu kommen und dann eine erholsame Nacht zu haben. Sondern wir versuchen schon hier dieses Schwingen wie eine Sinuskurve unseren Klienten beizubringen. Das heißt, immer mal wieder alle 90 Minuten eine kurze Pause machen. Einmal aufstehen, ein bisschen bewegen, vielleicht nochmal einen Schluck trinken oder nochmal aufs Klo gehen. Und das dauert weniger als 10 Minuten. Dann haben wir vielleicht einmal am Tag diese kurze Ruhepause, den Powernap, idealerweise so um die 6. Stunde nach dem Sonnenaufgang. Daher kommt übrigens auch der Begriff Siesta vom lateinischen Sixtus, die 6. Stunde des Tages nach Sonnenaufgang. Und da haben wir in unserer biologischen Uhr, haben wir eh so ein kleines Energieleck. Und da kann man dann idealerweise diesen Powernap platzieren, eine kurze strategische Ruhepause machen, um wieder eine gute zweite Tageshälfte zu haben. Wenn wir mal zu viel Schlaf verloren haben, dann gerne einfach mal wirklich eine 90-Minuten-Pause einplanen, um einen verlorenen Schlafzyklus aufzuholen. Das, was jetzt im Homeoffice auch immer schwieriger wird, sich zu zwingen, sich regelmäßig zu bewegen. Die Pendelei fällt weg, damit auch das Verlassen des Hauses bei vielen. Was wir aus der amerikanischen Literatur wissen, ist wirklich, versucht jeden Tag auf mindestens 5.800 Schritte zu kommen. Das ist die kleinste Dosis an Bewegung, damit unsere Psyche nicht drunter leidet. Es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, wer weniger als 5.800 Schritte geht, wird unglaublich viel häufiger depressiv werden. Vorteil ist auch, wenn wir die Schritte dann auch draußen machen, dass wir immer noch ein bisschen Sonnenlicht kriegen und damit auch Geld sparen können für die Vitamin D-Supplementierung. Was genauso wichtig ist wie die Bewegung, ist natürlich die Flüssigkeitszufuhr. Wenn wir zu wenig trinken, ist das für unseren Körper ein Stressor. Schon mehr als 2% an Körperflüssigkeit verlieren und nicht rechtzeitig nachtanken, sind wir 10% mehr gestresst. Das können wir am Stresshormon Cortisol bestimmen. Wie viel brauchen wir? Das ist immer abhängig von unserem Körpergewicht und wir sagen so als Faustformel, guckt, dass ihr ungefähr 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht dann zuführt. Und das wäre bei so einem Luxuskörper von 70 Kilo, wären das ein bisschen mehr als 2 Liter. Wobei meistens es ausreicht, ein bisschen mehr als 1 Liter wirklich Wasser zu trinken.
weil wir sowieso ja irgendwie 2-3 Tassen Kaffee noch dazu trinken. Und dann durch das Obst und Gemüse, was wir so noch über den Tag verteilt zu uns nehmen, haben wir dann eigentlich fast diese ideale Flüssigkeitsmenge. Das, wo man das kontrollieren kann, die Qualitätssicherung, ist euer Urin. Ihr solltet mittags einmal in der Lage sein, wirklich einen komplett transparenten, farblosen Urin zu produzieren. Wenn das nicht der Fall ist, lieber nochmal eine Tasse Wasser hinterher schütten. Die einzigen, bei denen das nicht funktioniert, ist, wenn sie Vitamin B-Supplemente nehmen. Dann wird der Urin meistens immer schön leuchtend gelb. Wie können wir Essen für uns nutzen und Essen nochmal einsetzen? Wichtig ist das Timing, nicht zu spät, nicht zu viel essen. Idealerweise 180 Minuten, also 3 Stunden, bevor wir wirklich guten Schlaf haben wollen, sollten wir nichts mehr in den Tank reinschmeißen, was Energie hat. Das bedeutet, ausreichend früh dann das Abendessen einnehmen. Und was haben wir im Eishockey ausprobiert? Was geben wir den Athleten, damit Schlaf und Regeneration gefördert wird? Um den Darm auch glücklich zu machen, um unsere Mitbewohner im Magen-Darm-Trakt auch zum Überleben anzuregen, geben wir gerne stärkehaltige Substanzen, die resistente Stärke beinhalten, die der Körper nicht verwerten kann. Das ist eine Art von Ballaststoff, wo aber sich unsere Darmbakterien drüber freuen. Und das ist ein bisschen mehr ausgeprägt in der Süßkartoffel als in der normalen Kartoffel. Und wir haben es im Jasminreis ein bisschen mehr als in den anderen Reissorten. Und unser Darm dankt uns das. Dann haben ja viele so ein bisschen Probleme, abends runterzukommen. Was in der Literatur auch immer gut wegkommt, ist warme Milch. Bei unseren Eishockey-Teams ist es so, dass wir gerne auch mal warme Milchprodukte abends nochmal geben. Gerne einen Grießbrei oder ein Milchreis nach einer intensiven Trainingseinheit. Das macht schön müde und das Kohlenhydratkoma erleichtert dann das Einschlafen. Wenn wir nachts wach werden, weil unsere Blutzuckerspiegel zu stark hin und her schwanken, dann macht es auch mal Sinn, abends noch so einen Löffel Mandelmus zu futtern. Dieses Mandelmus ist die etwas gesündere Variante von Nutella. Und das hat ein wunderbares Verhältnis zwischen Fettsäuren und Eiweißen und Kohlenhydraten. Und es macht super lange, super satt. Honig kann man auch einen Esslöffel nehmen. Aber die meisten Sportler haben schon so viel Fruchtzucker im Alltag vorhanden, dass man nicht noch abends noch mal extra was geben muss, was dann auch Gefahr läuft, dass die Leber dadurch verfettet. Schlaftees gibt es viele, die darauf gut ansprechen. Für mich ist es ein absolutes Desaster, weil wenn ich abends noch Tee trinke, muss ich 2-3 Mal nachts raus, um zu pieseln. Und damit habe ich dann nichts gewonnen. Das muss also jeder für sich rausfinden, was erleichtert einem den Schlaf und welche Strategie gilt halt einfach nicht auf. Das, was jetzt in den letzten Jahren auch im Spitzensport ausprobiert wurde bei uns, waren Kreatin. Als Nahrungsergänzung, als Kautablette haben wir das unseren Nationalspielern gegeben. Das ist auch mehr oder weniger die Erfolgssubstanz hinter dem Produkt Smart Sleep aus Höhle der Löwen. Und dieses Kreatin als Kautablette führt dazu, dass eine der müde machenden Rezeptoren im Gehirn schneller wieder freigeräumt wird. Und wir wachen subjektiv erholter auf. Das kann man mal ausprobieren und sollte eigentlich nach einer Woche schon den gewünschten Effekt erzielen. Das, wovon wir die Finger lassen wollen, ist einfach Alkohol am Abend. Ziel sollte es sein, wirklich nüchtern ins Bett zu gehen. Keine frittierten oder sehr schweren Essen mehr abends nehmen, nicht so fettig essen und auch nicht so scharf. Das erhöht nochmal die Körperkerntemperatur. Wir schwitzen nochmal, das wollen wir eigentlich nicht haben, denn der Körper soll mit der Temperatur auch runterkommen im Laufe des Schlafes. Vorhin schon angesprochen, kein Kaffee nach 14 Uhr. Kein Hühnchen am Abend, klingt auch erstmal komisch, aber es gibt 30% in der Bevölkerung, denen fehlt abends ein so ein Enzym, um das Hähncheneiweiß wirklich effizient zu zerlegen. Und viele schlafen dann ein bisschen schlechter, weil der Bauch vermehrt arbeiten muss, um das Eiweiß klein zu schnipseln. Und die dunkle Schokolade, für mich ein Drama als Schoki-Süchtiger, weil einfach die Schokolade auch immer noch Bestandteile von Koffein hat. Und auch das kann dann dazu führen, dass der Schlaf etwas schlechter in der Qualität wird. Das, was ja hier auch im Club praktiziert wird, überall stehen die Selbstmassage-Tools rum, stehen die Blackrolls rum. Das, was den Entspannungsteil des Abends einläutet, ist gerne eine Selbstmassage machen.
entweder mit einer kleinen Rolle, einem Ball oder so einer großen Rolle, wirklich nochmal die Muskelpartien gezielt massieren, die verspannt sind. Und ganz ehrlich, wenn jeder von uns sich abends mal auf so eine Rolle legt, er findet schon eine Stelle, die noch ein bisschen Arbeit vertragen kann, damit wir runterkommen. Wie wir auch bei unseren Nationalspielern sehen, jeder macht was anderes, weil jeder kennt seinen Körper am besten und wir arbeiten gezielt an diesen Muskelgruppen, die sich vielleicht schon mal besser angefühlt haben. Cooldown, Eisbecken ist natürlich super hip, ist aber nicht überall möglich. Was aber funktioniert, ist einfach auch schon mal wechselwarmes Duschen zu machen. Ihr könnt also zu Hause, wenn ihr dann am Tag runterkommen wollt, erst einmal mit warmem Wasser starten und immer mal sekundenweise den Knauf ganz nach links drehen, dass es ganz eisekalt wird und versuchen, wie lange toleriert ihr das. Und wenn ihr das mal 2-3 Wochen am Stück ausprobiert, immer mal wieder für ein paar Sekunden zwischendrin auf kalt drehen, werdet ihr feststellen, dass eure Toleranz für Kälte etwas größer wird. Und auch das kann euch nochmal einen Energieschub sowohl am Morgen als auch am Abend dann bescheren, der auch gut ist dann für eine gute Nacht. Atemtechniken werdet ihr vielleicht schon mal in einem der Yogakurse ausprobiert haben. Wenn wir Atem für uns nutzen wollen, werdet ihr überrascht sein, wie schnell das funktioniert, damit unser autonomes Nervensystem runterkommt. Innerhalb von 30 Sekunden können wir das Erregungsniveau wirklich komplett umkehren. Und das Grundprinzip ist, dass ihr nur durch die Nase atmet und wir versuchen, länger auszuatmen als einzuatmen. Und die klassische Yoga-Atmung wäre dann auf 4 tief einatmen, auf 7 den Atem anhalten und auf 8 gezählt den Atem langsam ausfließen lassen. Immer zuerst in den Bauch, dann erst in die Brust. Und das mit den Zählen ist so ein bisschen tricky. Ich würde zum Beispiel nie 7 Sekunden den Atem anhalten können nach der Einatmung. Da fühlt sich das so ein bisschen an, als ob ich irgendwie ersticke gleich oder irgendwie ängstlich werden muss. Deshalb, jeder findet seinen eigenen Rhythmus. Aber wichtig ist, länger ausatmen als einatmen. Durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse im Körper können wir dann genau diesen Entspannungsnerv antriggern, diesen Nervus vagus, den wandernden Nerv. Und das ist das, was dann den entspannenden Effekt hat. Diese ganzen Messungen rund um diese Schlafarchitektur kann man wunderbar einfach machen und auch rausfinden, was funktioniert bei mir nicht, indem wir einfach so einen kleinen Kasten an unserem Brustkorb kleben. Der zeichnet ein EKG auf, die Atmung auf, die Bewegung, die Stressantwort an unserem Körper. Und schon am nächsten Morgen wissen wir, was bei uns funktioniert hat und was nicht. Und das kann man hier auch bei uns im Questclub in meiner Praxis ausprobieren. Und das geht jetzt sogar selbst in der Corona-Zeit, dass wir diese Schlafmessung anbieten können. Das heißt also, Atemtechnik kostet gar nichts und ist für viele ein unglaublicher Erfolgsgarant, was Erholung angeht. Das, was dann aufwendiger wird, ist auch sich modulieren mit Sounds, das heißt über Musik, frequenzmodulierte Musik oder früher binaurale Töne, haben wir eine Hintertür zu unserem autonomen Nervensystem und können uns sowohl runterfahren und vorbereiten zum Schlafen, als auch, wenn wir mal so eine Durststrecke haben, auch wieder pushen durch diese Töne. Die App, die dahinter steckt, heißt Schallpause, ist ein deutsches Produkt und ist einfach faszinierend, das Ganze mal auszuprobieren, wie man doch relativ zügig innerhalb von 5 bis 10 Minuten das Gehirn in seinem Aufmerksamkeitszustand so verändern kann, dass wir davon profitieren. Das letzte Ergänzungstool, was wir die Jahre ausprobiert haben, ist das Neuroboard. Sieht erstmal komisch aus, sieht aus wie diese indischen Fakir-Matten. Und das sind so kleine, spitze Holzpyramiden. Und es reicht erst einmal aus, dass man sich da auch draufstellt. Und man hat so 30 Sekunden lang einen fiesen Schmerzreiz. Und da denkt der Körper so, was kommt denn jetzt? Jetzt muss ich Angst haben, dass meine Haut gleich kaputt geht. Aber schon nach 30 Sekunden passt sich der Körper an. Das Gehirn checkt, dass jetzt keine Gefahr mehr im Raum ist. Und dann werden 4 verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet und der Körper fährt dann runter. Auch spannend für Menschen mit Verspannungen,
die also hier abends nochmal runterkommen wollen. Man kann das nutzen, einfach nur so wie ich gerade mit den Füßen oder aber auch dann tatsächlich den ganzen Rücken drauflegen oder den Schädel drauflegen. Und faszinierend, dass sowas wirkt. Und das kennt ihr aus den ayurvedischen Shakti-Matten. Das ist kein neues Prinzip, ist halt einfach nur gut gemacht und wird von vielen unserer Athleten wirklich gut akzeptiert. Das, was auch eine Hintertür in unser Gehirn ist, sind Aromen. Gerüche funktionieren auch dazu, dass wir unseren Erregungszustand runterregulieren können oder hochregulieren können. Und das, was man wahrscheinlich schon mal gehört hat, ist, dass Lavendel einen beruhigenden Einfluss hat. Und man kann mit verschiedenen ätherischen Ölen einfach rumprobieren. Die gibt es mittlerweile als Zerstäuber, denn diese alten Duftsäckchen haben so den Nachteil, dass sie dann lange schwer in der Luft sind. Und meistens ist es schon so, dass es nach 10 Minuten eher zu nervig ist. Und mit diesen Duftzerstäubern, die man in den Apotheken findet, funktioniert das gut. Dabei muss man wissen, dass es nur bei tatsächlich reinen ätherischen Ölen funktioniert und nicht mit synthetischen Ölen. Das Gehirn lässt sich diesmal nicht von der Chemie veräppeln und diese wirklichen regenerierenden Effekte hat man nur bei den richtigen Ölessenzen. Das, was ich auch noch jedem mitgeben möchte, was er mal ausprobieren soll, ist, wie viel besser schläft man, wenn man akustische Signale noch mal besser ausblendet. Und da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten an Ohrenstöpseln. Ich bin zum glücklicherweise, es ist eine der billigsten Varianten, funktioniert bei mir am besten, vom Komfort und vom Dichtmachen. Und wo man auch experimentieren kann, ist einfach, welche Schlafmaske hilft mir, Licht noch besser wegzublocken. Oder wenn ich einen Powernap machen möchte, dass ich tagsüber noch schneller, noch garantierter in diese lohnende, erholsame Pause reinkomme. Ja, für diejenigen, die dann schon mal mit Nahrungsergänzungen arbeiten wollen, ist dann meistens auch irgendwo das Thema Melatonin da. Melatonin ist ja dieses schlafeinleitende Hormon und viele haben Angst davor, weil man erstmal denkt so, oh, wenn ich jetzt irgendwie so ein Hormon nehme, dann kann es ja sein, dass ich meinen Körper irgendwie was Komisches da damit passiert, aber die Angst kann ich nehmen. Melatonin ist mittlerweile in Langzeituntersuchungen ganz gut abgeschnitten. 2 Milligramm Melatonin haben über 18 Monate in einer Langzeitbeobachtung keinerlei Nebenwirkungen gehabt. Und Melatonin ist gut belegt, dass es die Einschlafzeit reduzieren kann. Und das ist tatsächlich der einzige Aspekt, weshalb man jetzt auf Melatonin setzen sollte. Es ist meines Erachtens gut dafür da, Einschlaf zu optimieren, aber sonst an der Schlafarchitektur haben wir keine großen Veränderungen gesehen, aber das ist ja für viele schon ein Segen, wenn sie besser reinkommen. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen neugierig gemacht habe, würde ich mich das natürlich freuen. Wer mehr noch zu dem Thema nachlesen möchte, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Seit Oktober letzten Jahres ist mein Buch Regeneration zusammen mit meinen Kollegen Krapf und Walter entstanden, ist überall im guten Buchfachhandel zu kriegen und natürlich auch im Onlinehandel. Einfach nur Regeneration googeln, meinen Namen, dann solltet ihr da landen. Was sind die 5 Tipps, die ich euch mitgeben will für heute Nacht, damit morgen schon ein besserer Tag wird? Führt ein bisschen Tagebuch und dokumentiert tatsächlich, was funktioniert bei euch nicht. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten dokumentiert euren Ruhepuls, um zu sehen, ob es funktioniert oder ob ihr vielleicht Gefahr läuft, krank zu werden. Schaut nochmal bei eurem Schlafzimmer nach, ob das eine gute Schlafhöhle ist, wo man vernünftig runterkommen kann. Guckt nochmal, wo könnt ihr was verändern bei Essen und Trinken. Früher Kaffee aufhören, früher aufhören mit dem Alkohol trinken. Probiert mal diese Atemtechniken aus und der Gipfel oben ist, dass wir es wirklich schaffen, mit unserer inneren Uhr zu leben, wo 90 Minuten immer mal wieder rhythmische Schwingungen stattfinden in Richtung Leistung und dann auch in Richtung Regeneration. Und wenn ihr das schafft, ein paar Sachen davon im Alltag umzusetzen, dann kommt ihr oben am Gipfel des an. Und wir freuen uns immer, wenn ihr Fragen habt. Und ihr könnt jetzt die Kommentarfunktion nutzen bei Facebook und bei Instagram. Und kommentiert es gerne, stellt Fragen und ich bin jetzt noch kurz für euch da.
Ich wünsche euch sonst schon mal, für die, die jetzt ins Bett gehen müssen, weil sie natürlich jetzt alles richtig machen wollen und ihr Ritual beginnen wollen und jetzt dann schon Social Media ausschalten, wünsche ich eine gute Nacht und einen Happy Lockdown. So, und jetzt die Frage an Simon und an Flo. Gibt es Zuschauer und wenn ja, haben die Fragen? Okay. Wenn dem nicht so ist, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht und bis bald.